alle seine Moves werden mit diesen Sneakers getragen werden. Denn wie immer hat meine Kollektion ein Thema und das Thema dieses Jahr ist Dreamham, weil ich finde, dass es sich wieder lohnt, für Visionen zu kämpfen. Und als Inspiration habe ich mir das Boxen ausgesucht. Denn Boxen ist natürlich weitaus mehr als einfach nur ein Schlagabtausch. Boxen erfordert eine Vision, ein Ziel, Flexibilität, Agilität. Und wenn man zum Beispiel in Amerika unterwegs ist, sieht man inzwischen auch, dass es ein absoluter Sport geworden ist. Und im Boxsport gibt es so viele tolle Design-Ideen, die lasse ich in meine Couture-Kollektion am Freitag einfließen. Also es wird weiter Couture-Kollektion sein, aber ich habe mich von der Welt des Boxens distanziert. Und das klingt mir auch ein bisschen unfair. Ich habe ja lange Jahre für den Sportentwickler gearbeitet, ich bin auch ein Boxer ausgesucht. Und deshalb war mir das auch ein Anliegen, ein performance-inspirierten Sneaker zu machen. Der basiert nämlich wirklich auf einem echten Boxen. Toni, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, ist eine amerikanische Marke und ist nicht nach einem Pferd benannt, sondern heißt Product of New York. Interessanterweise oder lustigerweise habe ich es sogar als Adidas-Konzern gehört, vor vielen, vielen, vielen Jahren. Und Toni hat auch lange, lange Zeit Profiboxer ausgestattet. Also, wenn man ein bisschen Research macht, gibt es Bilder von ganz, ganz tollen Boxern, die eben Koni auch beim Kampf angehabt haben. Unter anderem auch Muhammad Ali. Und natürlich soll das jetzt kein Top-Performance-Boxing-Schuh sein, sondern es ist ein High-Fashion-Sneaker, der eben vom Boxen inspiriert ist. Das ist eine komplette Neuentwicklung mit einer kompletten Neuentwicklung leisten. Und es ist ein bisschen auch die Gegenbewegung zu dem Trend, den wir überall im Augenblick sehen und wo es uns jedes Mal schauert, so wie diese Clunky-Schuhs. Ich glaube, als Sneakerhead, the next big thing sind Low-Ground-Sneakers, die waren viel zu lange weg und deshalb wollte ich die auch so designen. Es gibt zwei Modelle, es gibt einen High-Cut, so wie das im Boxen eben auch üblich ist. Das ist ja ganz, ganz wichtig, dass man seine Knöchel beim Boxkampf schützt und es ist auch ganz, ganz wichtig, dass man low to the ground ist, damit man auf dem Boxring eben ein gutes Gefühl hat. Da ich aber weiß, dass nicht jeder vielleicht wirklich wie ein Profi-Boxer aussehen möchte, habe ich natürlich auch eine Low-Cut. Es gibt mehrere Materialien, es gibt dieses Mega-Air-Mesh und dann gibt es Limited Editions, wie zum Beispiel der goldene, es gibt Versionen in Nackerleder und es gibt auch eine Luxusversion in sehr limitierter Auflage.